Hallo meine Freunde, hier ist euer Dorian. Ihr wolltet ja mal wieder was von mir hören. Und jetzt kommt's natürlich gleich richtig dicke. Die liebe nette Frau in Anführungszeichen, mit der wir gleich sprechen, versucht uns nämlich gleich auf drei Arten zu verarschen. Da ich das aber weiß, verarsche ich sie. Und zwar erzählt sie uns als erstes, dass wir am Gewinnspiel ja teilgenommen haben und da im Finale sind. Ist natürlich nicht so. Diese ganzen Gewinnspiele hier, in diesem Fall eben für Einkaufsgutscheine, für Baumärkte, Supermärkte, Drogeriemärkte, gehen gerade ganz massiv, vor allem per Smartphone rum und sollen die Leute eben dazu bringen, dass sie ihre Daten freigeben. Dass da überhaupt irgendwas verlost wird, stelle ich mal schwer in Frage, geschweige denn, dass die ganzen 30.000, 40.000 Leute, die dann angerufen werden, wirklich im Finale sind, an dem nur 20 teilnehmen, sowieso. Als nächstes erzählt sie uns dann, wir haben einen Hotelgutschein schon mal. Und können uns irgendwo in zigtausend Hotels in Europa eine alten Unterkunft aussuchen und müssten nur das Essen bezahlen. Was auf den ersten Blick ganz toll klingt, zeigt bei ein ganz klein bisschen Recherche, dass genau das auch der Haken an der Sache ist. Denn das Essen in diesen Hotels ist so schweineteuer, dass sie sich das leisten können, einem die Übernachtung nicht in Rechnung zu stellen. Es wird einfach nicht als Übernachtung abgerechnet, sondern als Essen. Also, zweite Falle, auf die man reintappt, wenn man da nicht wirklich eine Ahnung von hat. Und als drittes sollen wir dann zum Dank dafür, dass sie uns jetzt schon zweimal angelogen hat, auch noch eine Zeitschrift abonnieren. Ganz große Klasse. Als Dankeschön dafür, dass wir uns so schnell eingetragen haben. Hört einfach mal selbst und hört mal raus, wie innerhalb so kurzer Zeit so viele Lügen über den Tisch gebracht werden. Und stellt euch mal vor, wie das einen Menschen trifft, der das unvorbereitet hört, der nicht weiß, was da abgeht, der noch Vertrauen in die Menschheit hat, das man ja nicht verlieren soll, aber eben solchen Menschen gegenüber nicht haben sollte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Mal wieder. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Dorian Fröhlich? Nee, soll ich den holen? Ja, wäre lieb. Ja, einen Moment bitte. Dankeschön. Fröhlich, hallo. Hallo, schönen guten Tag, schön, dass Sie erreicht, Herr Fröhlich. Sie Ja. haben vor kurzem an unserem großen Gewinnspiel im Internet teilgenommen. Dabei geht es um einen 4x250 € Einkaufsgutschein von Hornbach. Sie erinnern sich bestimmt? Ah, das kann gut sein. Ich bin ein bisschen tüdelig in der letzten Zeit. Ah, okay, beim 1.6. Aber das ist ja Also, schon voll lange her. Können Sie sich noch ja. an Sachen erinnern, die so lange her sind? Nein, Na aber ich frage also. ja. Aber so Gewinnspiele vergisst man ja nicht allzu. Ah So, doch, Herr das ist doch Fröhlich. was ganz Alltägliches. Ach was. Doch. Ja, na dann. Herr Fröhlich, ich habe zwei Ja. gute Nachrichten für Sie. Die Oh. erste ist, Ja. Sie sind in der Endverlosung dabei. Das heißt, im Gewinnfall werden Sie schriftlich benachrichtigt und zwar in die Regenbogenstraße 211 in Nürnberg, korrekt? Ja, ist das Ihr Ernst? Endverlosung? Oh, Ja. wie viele sind da noch? Wie viele außer mir? 20. 20. 20? Oh, das ist ja Genau. toll. Da muss ich Beide nur Daumen noch. gedrückt. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Dann dürfen Sie Toi, aber toi, toi. nicht, dann dürfen Sie aber nicht die anderen 19 auch anrufen, weil dann müssten Sie denen ja auch die Daumen drücken. Das muss dann jemand anders machen. Okay, Sehr versprochen, gut. ja? Das ist ein So, Herr Wort. Fröhlich, wir möchten uns heute auch noch für Ihre schnelle Teilnahme bedanken und laden Sie zu unserer Sommerüberraschung Lesen und Reisen ein. Das bedeutet, Sie erhalten von uns einen exklusiven Hotelgutschein. Sie verreisen Oh. bestimmt gerne? Ja. Wer nicht, ne? Na klar. Wohin denn? Wohin denn? Ans Wasser, in die Berge oder machen Sie lieber einen Städtetrip? Naja, die Berge, die habe ich ja vor mir hier im Bayerischen. Ich möchte schon gern Mhm. ans Meer hoch. Ich habe einen Freund da, der sagt, das ist jetzt voll tolles Wetter. Der hat da so ein Strandhaus. Da muss Ah, ich muss super. eigentlich nur gucken, wie ich da hinkomme. Schlafen kann ich da immer. Okay, gut, dann haben wir es richtig. Dann haben wir. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Dann haben wir genau das Ganz Richtige ruhig. für Sie, Herr Ich bin Fröhlich. der, ich bin der, ha, ich bin der, der aufgeregt sein müsste. Beruhigen Sie sich doch. Fröhlich, mit diesem Hotelgutschein können Sie ganz flexibel für Ihre Bedürfnisse einsetzen. Sie haben 2000 Hotels europaweit zur Auswahl. 2000. Genau. Sie Oh. buchen das Hotel und drei Übernachtungen, aufgepasst, für zwei Personen werden übernommen. Das heißt, Sie können Ihren Partner auch noch kostenlos mitnehmen. Oh, das ist ja toll. Ja, die Verpflegung, sprich Frühstück und Abendessen, die Halbpension tragen Sie selbst, das Teure im Hotel, die Übernachtungen sind, wie gesagt, kostenlos. Und was ist Das mit Beste ist, Mittagessen? das entscheiden Sie selbst, Herr Fröhlich. Ach so, weil Sie gesagt haben, Halbpension, das zahle ich selber, aber da gehört das Mittagessen ja eigentlich nicht zu, wenn Sie Frühstück und Abendbrot sagen. Nein, also Frühstück und Abendessen.
Ach so. Ja, und was Nur ist das. mit. Und Mittag gibt's auch nicht? Das kommt immer auf die Hotels drauf an, Herr Fröhlich, wo Sie übernachten, das ist immer unterschiedlich. Ach so. Da ich jetzt ja immer bei meinem Kumpel schlafe, kann der das dann abrechnen, dass der das Geld kriegt? Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, der hat doch ein Strandhaus, wo ich schlafen kann. Kann ich den noch, Ja. kann der den Gutschein einlösen irgendwo, dass Ah der ja, das Geld klar. dafür kriegt? Ja. Klar, natürlich. Oh, das ist ja cool. Kann ich da Das dann Ganze. zwei von haben? Nee, leider nicht. Und Sie haben Also gesagt, klar. wegen meiner schnellen Teilnahme. Der wievielte war ich denn? Genau. Das sehe ich leider im System nicht, Herr Fröhlich. Es tut mir jetzt Oh. leid. Müssen Sie das Alles. zu allen sagen oder bin ich wirklich ein Schneller? Nee, es ist wirklich einer der schnellsten. Oh, sehr gut. Kriegt man das irgendwie raus? Weil mich würde. Wie viele haben da mitgemacht? Das sehe ich echt im System leider nicht, Herr Fröhlich. Ziehen nur, dass das 20 Leute sind und dass sie da einer davon sind. Mehr sehe ich leider aus Datenschutzgründen nicht. Aber so wie viele da generell mitgemacht haben, kann man nicht sagen. Ah, das würde mich Mm-mm-mm-mm. voll interessieren. Weil das ist ja Tut dann mir leid. so, ich hab einen Kumpel, der ist so ein Mathe-Freak. Und wenn ich dann sage, hier, ich bin von, was weiß ich, 7000 oder die letzten 20, dann geht das bei dem im Kopf los. Der hat so einen Mathe-Zwang. Dann hört er nicht mehr auf zu rechnen, bis der das raus hat. Wie groß meine Chance war, das zu kriegen. Das Ganze ist auch noch 3 Jahre gültig und sogar übertragbar. Auch Und noch? weil wir der, genau, und weil wir der Sponsor sind, erhalten Sie zu Ihrem hochwertigen Hotelgutschein auch noch eine spannende Zeitschrift dazu. Auch Aber noch? aufgepasst, ja, nur für 12 Monate zum Antesten und zu unserem günstigsten hausinternen Lieferpreis. So einfach und gut ist das. Herr Fröhlich, womit mache ich Ihnen eine Freude? Mit Auto, Fußball, Computer, Information, Wissen, Kunst. Was macht Ihnen denn so Spaß? Also wenn Sie mich fragen, womit Sie mir jetzt eine Freude machen könnten, hätte ich gern Schokokuchen. Das kann ich leider jetzt nicht Oh, machen. warum nicht? Also, Herr Fröhlich, ich kann mit Zeitschrift und mit Hotelgutschein eine Freude machen. Wo liegen Ihre Interessen? Ah, Kunst klingt ganz gut. Was haben Sie denn da? Da habe ich Monopol und die Art. Welche kennen Sie? Art habe ich, glaube ich, schon mal gelesen. Also die Art erscheint nur einmal im Monat. Das sind insgesamt 12 Ausgaben. Und pro Ausgabe sind 10,80 € und den hochwertigen Hotelgutschein obendrauf geschenkt. Sollen wir das so machen? Ich würde mal gerne noch hören, was Sie sonst noch haben. Interessieren Sie sich auch für Kunst? Ja, nicht so. Nicht so? Nee. Oh, schade. Da gibt es aber Also was wenig ich. Menschen, mit denen man darüber Ja, ich. reden kann. Ja, ich weiß, aber weiß, das ist nicht so meins. Ich kann weder zeichnen noch malen. Ja, das kann ich auch nicht, aber ich finde es einfach toll. Also bei der, da habe ich noch die Monopol. Da ist eigentlich mehr drin. Da gibt es über Architektur was, über Mode, Literatur, Design und Kunst. Oh, Mode Das, klingt gut. da habe ich die Monopol. Was haben Sie denn sonst noch so an Modesachen? So Klatschzeitschriften und so ein Zeug? Also da habe ich die Bunte, die Gala, die Okay, die Grazia und die InTouch. Haben Sie Isis? Schreibt man das mit I? Ja, wie die Göttin, die ägyptische. Mm-mm, die habe ich nicht. Oder wie Was die ich habe. Terrororganisation, je nachdem, was man lieber mag. Nee, die habe ich nicht. Was ich habe, ist halt die InTouch. Ach, Da ist auch echt. Sie haben so einen interessanten Akzent. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Schwarzwald. Ah, oh, was war da? Da war doch irgendwo, ich habe da mal drüber gelesen, da ist doch der Krieg von den Badnern und den Schwaben. Wer gewinnt denn momentan? Genau. Oh Gottes Willen. Bestimmt die Partner. Dann sind Sie bestimmt auch so eine. Ja. Oh, da habe ich hab da so einen Brieffreund in Karlsruhe und Ah, ist ganz nah zu uns. der hat mal gesagt, es gibt nur zwei Menschentypen. Entweder man ist badisch oder unsympathisch. Stimmt das? Mann, das stimmt. Und was ist dann mit den Schwaben? Weiß ich nicht, die mag ich nicht so. Ich verstehe das nicht so. Was ist denn das Problem mit denen? Oder was haben die mit euch für ein Problem? Dialekt wahrscheinlich, Herr Fröhlich. Ach, unterscheidet sich das? Sehr. Oh, Das hört man sofort raus. ist das eher so wie zwei Fußballclubs sich nicht mögen oder ist das eher wie mit den Israelis und den Palästinensern? Nee, eher Fußballclub. So übertreiben wollen wir es ja nicht, ne? Ja, man weiß es ja nicht, wenn da so Völkerfeindschaften, die können ja schnell eskalieren. Ja, aber so schlimm ist das auch nicht. Das ist euch, oh, ich mag den Akzent. Können Sie das nochmal sagen? Können Sie mal so richtig, richtig akzentisch reden? Oh Gottes Willen, wieder. Ja, ich weiß ja nicht. So richtig, richtig in Jesus. Ihrem Slang da. Weil Sie versuchen, ihr so Hochdeutsch zu reden, aber das kommt ja immer durch. Merken Sie das? Ja. Darum habe ich ja gefragt, wo Sie herkommen.
Oh Gott, das kann ich jetzt nicht so aus dem Das hört Sprung sich doch raus. schon, das hört sich doch schon besser an. Oder habt ihr so Echt? eine, oder habt ihr so eine Vorgabe, dass ihr Hochdeutsch reden müsst? Nee, nee, ach was, das ist uns selbst überlassen, das können wir entscheiden. Wie viele Leute seid ihr denn da? Ich finde das immer voll interessant, mal so von was Ungefähr anderem zu hören. Ungefähr so, ist immer unterschiedlich. Mal sind wir zu 10, mal 15, ist immer unterschiedlich. Ihr sitzt da mit 10 Leuten und ihr ruft nur 20 Leute an. Was Nee, macht die ihr, machen wenn was ihr, anderes. was macht denn die, wenn ihr die angerufen habt? Wie gesagt, wie ich den verkaufen hätte in der Früh. Und da war gerade voll der Riss in der Leitung. Können Sie das bitte nochmal sagen? Mit der Kauf von Zeitschriften. Mit dem Bulle. Mit einem riesen Medienkonzern. Ach so, wenn Sie keine Leute mit Gewinnspielen beglücken, dann rufen Sie zum Verkaufen an. Nein, das dürfen wir nicht. Also, ich habe nicht so viel Zeit. Also, ich hätte eh in Touch für Sie. Ist irgendwas mit Ihrem, ist irgendwas mit Ihrem Telefon? Das klappert ganz doll bei mir. Hören Sie mich besser an. Hallo? Herr Fröhlich? Jetzt rauscht das. Hören Sie mich. Ja, so ganz abgehakt. Okay. Oh, jetzt hört das an, als ob ich mich mit einem Alien unterhalte. Da war das Badensisch doch besser. Also jetzt höre ich wirklich nur noch irgendwelche komischen Geräusche. Das klingt so, als würde man eine Katze auf den Tisch schlagen. Moment. Oder ist das Verkaufstaktik bei Ihnen? Wollen Sie mich mit Geräuschen verwehren? Nee, mach doch mal an, wenn Sie mich hören. Was auch immer Sie gesagt haben, ich habe es nicht verstanden. Ich rufe nachher. Wie bitte? Hallo? Ich rufe nachher nochmal an. Jetzt kann ich sie, glaube ich, wieder hören. Jetzt hat sie aufgelegt. So ein Tüttel aber auch. Mal gucken, ob die gleich wieder anruft. So, ich hoffe, euch hat die versuchte Abzocke gefallen. Die liebe nette Frau hat leider nicht wieder angerufen. Aber falls ihr mich öfter mal hören wollt, schreibt doch einfach mal Hashtag Dorian in die Kommentare, damit ich weiß, was so gerne gehört wird.